Ja, hallo meine Lieben, mit diesem Video werde ich mir noch mehr Hater-Kommentare einhandeln, als ich es in den letzten zwei Tagen bereits getan habe. Und das ist auch gut so, denn nur da, wo Reibung entsteht, da entsteht auch das Potenzial für Weiterentwicklung. Ja? Das heißt, wenn sich an meiner Botschaft, an meiner Message, die ich hier weitergeben möchte, ja, die von ganzem Herzen kommt, damit sich der eine oder andere eventuell dann doch weiterentwickelt und transformiert aufs nächste Umsatzlevel, wenn sich daran niemand reiben würde, dann wäre letztendlich die Message, meine ganzen Videos hier wären letztendlich leer und de facto wertlos, ja, denn dann gäbe es hier keine Painpoints, keine Hürden, ja, keine Herausforderungen, keine echten Schmerzen, die du nehmen müsstest, ja, die du ertragen müsstest, um aufs nächste Level zu kommen. Es gibt so ein Sprichwort, echter Erfolg ist da, wo die meisten Schmerzen sind, ja. Warum? Ist ja ganz einfach. Ne? Die Dinge, die bequem sind, die keine Schmerzen verursachen, die jeder machen kann, die macht ja dann auch jeder. Und von daher haben sie auch keinen Wettbewerbsvorteil und von daher schwimmen die auch nur im Durchschnitt mit. Ja? Wenn du also das nächste Umsatzlevel erreichen willst, wenn du also wirklich mal 7-stelligen Umsatz im Jahr haben willst und vielleicht 40-50% sogar davon übrig bleiben in der eigenen Tasche, das heißt, das Umsatzgame und das Margin-Game verstanden hast, also Gewinn und Umsatz, dann musst du, um dahin zu kommen, einige Hürden nehmen und die sind mit Schmerzen verbunden. Ja? Also, wenn du 3 Liegestützen kannst und bist niemals bereit, den Schmerz zu gehen, die 4. und die 5. mit Ach und Krach hinzuwirken, dann wirst du auch niemals 10 Liegestützen machen, auch niemals 15, niemals 20 und niemals 50 Liegestützen. Garantiert nie. Okay, ich nehme euch mal mit, und zwar in diesem Video 3 Punkte, wo ich immer wieder sehe, dass ganz besonders Entwickler, ja, also nicht nur Entwickler, aber ganz besonders Softwareentwickler, Webentwickler, also die aus dem sehr, sagen wir mal, Coding-Bereich kommen, ja, also aus dem Entwicklerbereich letztendlich, nicht so sehr die Designer, aber mehr so die Techie, ja, 3 Punkte, wo ich zuhauf immer wieder feststellen durfte in den letzten Jahren, und besonders auch in den letzten Tagen und Wochen, ja, wo ich Anfragen erhielt über meine Landingpage, kannst du gerne schauen bei klein-marketing.com, einfach eine Strategiesession buchen. Und dann nehme ich euch mal mit und das werde ich hier euch ganz transparent und 1:1 wiedergeben in diesem Video. Bis zum Whiteboard. Ja, Leute, willkommen zurück hier im Whiteboard, am Flipchart sozusagen, die 3 Dinge, die ich jetzt immer wieder feststellen durfte, wo insbesondere Entwickler auch immer wieder sagen, okay, so und so und so. Und dann sehe ich schon, okay, das können die Gründe sein, warum sie einfach nicht von der Stelle kommen, umsatztechnisch als auch gewinntechnisch. Der erste Grund habe ich mir hier notiert. Ich würde es mal so, Zitat, mehr oder weniger Visa geben, mit meinen eigenen Worten. Ich bin auf der Suche nach meinem eigenen Weg, nach individuellen Wegen, nach ganz was Speziellem. Was war noch dabei? Wir möchten ja was bewegen, ja, als Softwareentwickler, ja. Also dieser Drang nach irgendwas Speziellem, nach was Individuellem und nach was Eigenem, ja. Und das ist letztendlich was, wo ich sagen muss, das kannst du gerne tun, wenn auf deinem Konto bereits 10, 20 Millionen Euro liegen, mit denen du passiv 20, 30.000, keine Ahnung, über Mieterträge oder sonstiges oder Dividenden im Monat kassierst und deine laufenden Kosten nur ein Bruchteil davon sind. Dann kannst du dir das erlauben, sozusagen als Privatier dir irgendwelche Tools rauszusuchen, zu bauen oder irgendwelche Projekte rauszusuchen, ja, die eventuell mal die Welt verändern werden. Und das ist zwar jetzt nicht so direkt gesagt worden in diesen Strategie-Sessions, aber das steckt letztendlich dahinter. Also jemand, der sehr viel auf den Kasten hat, auf der einen Seite aber am liebsten nur die Dinge tun würde, die ganz was Besonderes sind, ganz was Spezielles sind, ganz was Individuelles sind. Ja, also die weltbewegend sind sozusagen, wo man Fußabdruck hinterlässt. Ja, sozusagen das Plastik aus dem Ozean holen. Ja, eine Lösung zu finden, wie man die Welt rettet. Also das ist letztendlich das, was dahinter steckt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es aber ganz deutlich zu machen. Wenn du nicht mindestens 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz
im Jahr machst und Achtung, aufgepasst, und davon auch 30-40% bei dir hängen bleiben, also 5 Millionen Euro Umsatz machen und dann 4,95 Millionen Euro Kosten, das ist ja nicht gerade schwer. Das kann irgendwie jeder, weil, gut, ich kann einfach nur Aufträge von links nach rechts schieben, ja, eins weitergeben, okay. Wenn du also nicht 3, 4, 5 Millionen Euro mindestens Umsatz im Jahr machst und das idealerweise schon das zweite Jahr, also das nicht nur so eine Zufallswelle war, sondern Beständigkeit dahinter ist, idealerweise 2 bis 3 Jahre, das ist so ein sehr guter Zeitraum. Du hast letztendlich ein Proof of Concept von deinem Geschäftsmodell. Und du hast dir auch schon ein bisschen Cashflow angehäuft. Damit meine ich jetzt nicht nur ein paar tausend Euro, damit meine ich ein paar hunderttausend Euro, ja, die da sitzen, die da gebunkert sind, Rückstellungen gebildet, etc., etc. Eventuell noch 2, 3 andere Einkommensflüsse, ja, die sozusagen das Ganze noch ein bisschen diversifizieren. Dann brauchst du dir über Dellenhauerei, also so, wir wollen eine Delle ins Universum hauen und so weiter. Ich finde das alles klasse. Das ist so ein Spruch von Alex Fischer Düsseldorf und ist wirklich einer der Top-Coaches da draußen. Also ich lasse da nichts an ihn rankommen. Aber nur alles zu seiner Zeit. Ja? Und wenn du nicht auf diesem Level bist, den ich jetzt gerade ausführlich beschrieben habe, dann kannst du es mal total knicken. Bis zu diesem Level geht es nur um eins. Umsatz, Gewinn. Umsatz, Gewinn. Umsatz, Gewinn. Sorry, eine dritte Sache noch, Reinvestition, weil du wirst nicht auf einen Sprung dahin kommen, sondern du musst Umsatzgewinn reinvestieren. Umsatzgewinn reinvestieren. Das heißt, Umsatzgewinn, Time to Cash. Denn desto kürzer der Time to Cash, desto schneller kannst du wieder reinvestieren. Und das ist das Allerwichtigste. Und du sagst dir das auf, Umsatzgewinn, Time to Cash reinvestieren, Umsatzgewinn, Time to Cash reinvestieren. Das sagst du, wenn du morgens aufstehst, das sagst du, wenn du morgens abends ins Bett gehst, und das sagst du 7 Tage die Woche und das sagst du 365 Tage im Jahr. So lange, bis du auf diesem Level bist. Punkt. Und alles andere musst du erstmal aus deinem Kopf rausstreichen. Und ich weiß, dass jetzt hier einige Hater geben wird. Ich weiß, dass ich auch einige damit jetzt auf die Füße treten werde. Und das ist auch gut so. Ich möchte, dass sich einige angegriffen fühlen. Ich möchte, dass sich einige vielleicht erschrocken fühlen, vielleicht empört fühlen. Gerne auch bei mir ein paar Hater-Kommentare hinterlassen. Alles kein Problem. Sehr gerne sogar. Denn es wird einfach so sein, dass nur einer oder 2 von 10, die jetzt hier zuhören, die sich genau in der Situation, die sich hier angesprochen fühlen, vielleicht kommentieren und nur einer vielleicht von 10 es schaffen wird, diese Hürde zu nehmen. Okay? Denn du musst aus deiner Komfortzone raus. Warum? Weil nur da findet Weiterentwicklung statt. Nur da findet Wachstum statt. Und nirgendwo anders. Wir haben heute gerade den 17. April 2024. Wir haben jetzt gerade eine Schlechtwetterfront. Ja? Es regnet in Strömen, es hagelt, ja, wahrscheinlich so um die 10 bis 14 Tage lang, jeden Tag. Es wird sogar noch kälter. Ich glaube, in 2, 3 Tagen wird es 2 Grad minus wieder haben oder sowas. Vor 5 Tagen, glaube ich, hat es 35 Grad gehabt in München. Ich könnte jetzt einfach ich habe genug Geld verdient dieses Jahr. Könnte einfach, und letztes Jahr. Ich muss nicht mal irgendwo zum Arbeitsamt. Ich könnte mich jetzt einfach einwickeln, irgendwo eine Decke, ja, schön ein Glas Whisky trinken und irgendwo ein paar Videos schauen. Ja, mit meiner Freundin oder sonst irgendwas, mit meinen Kindern irgendwas und so weiter. Das ist auch gut so. Ich möchte, dass die meisten das tun. Ich möchte, dass die meisten versagen. Denn die sind wichtig, damit unser Komplettsystem, das sind sozusagen die Konsumenten, die Unterschicht, die ernähren das komplette System. Wenn jeder Multimillionär werden würde, dann würde unser System, das würde gar nicht funktionieren, schon per Definition nicht. Und das ist die nackte Wahrheit, Leute. Das sagen die allerwenigsten. Die meisten Coaches und Consultants sagen, du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen und du auch und so weiter. Totaler Blödsinn. Nicht jeder kann es schaffen. Und es darf gar nicht jeder schaffen. Nur einige werden es schaffen. Und einige werden es mit meiner Hilfe schaffen. Und einige werden es mit der Hilfe anderer schaffen. Und oder anderer. Völlig egal. Das war schon immer
Das war schon immer so. Okay? Also, aber wenn du dich jetzt natürlich angesprochen fühlst und es wirklich ernst meinst und wir uns noch nicht kennen, kannst du dich natürlich gerne bei mir einschreiben. Ne? Also kannst du gerne einen Termin bei mir holen. Also der zweite Punkt war, größer denken. Okay, Achtung, aufgepasst. Größer denken ist die Grundvoraussetzung für Wachstum. Denn alles, jedes Wachstum, jede Weiterentwicklung startet im Kopf, findet im Kopf statt. Zuerst denken, dann handeln, dann ernten. Okay, erst dann kommen die Ergebnisse. Okay? Auf der anderen Seite natürlich darfst du es auch nicht übertreiben. Es ist auch klar. Ne? Es gibt natürlich auch die andere Version, dass Leute einfach zu schnell zu viel haben wollen. Ja? Gibt es natürlich auch, dass sie, wenn sie schon sehr stark wachsen, dann einfach ganz schnell viele Leute einstellen, gar nicht mehr kontrollieren, was die alles noch machen und so weiter. Ne? Und dann innerhalb von Monaten teilweise skalieren auf 500.000 im Monat. Im Monat. Ja? Und dann plötzlich Kontrolle verlieren. Ja? Irgendwie 20%, 30%, 40% der Belegschaft dann plötzlich nur noch Däumchen drehen, die kommen nicht mehr mit den Systemen hinterher. Also auch hier natürlich mit Maß, aber die meisten Leute, die allermeisten, das ist die große Masse, denn wenn du zu schnell skalierst, dann hast du ja quasi die Hürde schon längst genommen. Dann bist du ja schon längst aus der Komfortzone heraus. Du bist sogar etwas zu weit gegangen aus der Komfortzone wahrscheinlich. Aber das fängt sich dann in der Regel auch wieder ein. Ich würde mal sagen, 9 von 10 haben eher das Problem, dass sie erst gar nicht aus der Komfortzone rauskommen. Oder nur ganz kurz, halten kurz den Finger aus dem Fenster, es regnet, oh mein Gott, und so schnell wieder den Finger rein und wieder auf die Couch. Der dritte Punkt, ja, ich habe es mir notiert, den Satz oder so ähnlich formuliert, den ich immer und immer und immer wieder höre. Sei es jetzt bei Anwärtern, also Leute, die sich bei mir eingeschrieben haben für die Strategie-Session. By the way, kannst du auch du hier unten den Link dazu finden. Und die Zusammenarbeit kommt dann manchmal gar nicht zustande. Oder auch bei Kunden, Neukunden von mir, aber auch bei Kunden, die schon langjährig bei mir Kunde sind, also Bestandskunden, höre ich auch trotzdem diesen Spruch immer und immer wieder, nur in abgewandelter Form häufig und auf einem anderen Level meistens. Folgender Satz, das klappt sowieso nicht. Bei mir klappt das nicht. Ja, aber. Oder wenn ich mit einer Idee komme oder mit einer Strategie oder mit einer Handlungsempfehlung oder ähnliches, ja, sofort abblockieren und sofort nach Gründen suchen, warum es nicht klappt, warum es nicht funktioniert, warum es nicht funktionieren kann, warum es gar nicht klappen kann, ohne es überhaupt mal durchdacht zu haben, ohne es überhaupt mal richtig analysiert zu haben, ohne überhaupt mal es probiert zu haben. Wenn das der Fall ist, zu 100% ist deine Schmerzgrenze erreicht. Und dein Unterbewusstsein befiehlt dir sozusagen, hoppala, hier könnten Schmerzen entstehen, Unbequemlichkeit, Komfortzone wird verlassen, sofort ausreden, um es mal ganz hart zu formulieren, Einwände, Vorwände, um es noch besser zu formulieren, Vorwände, Ausreden. Das sind so unterbewusste Befehle, die da rausgeschossen kommen, ja, zu deinem Vordergehirn, ja. Klappt nicht, weil. Kann gar nicht sein, weil. Ja, habe ich schon, da gibt es schon so viele. Zum Beispiel Online-Kurse stellen, One-to-Many Geschäftsideen, Businessmodelle. Ja, gibt es schon so viel. Ja, so what? Da gibt es Studien, wie viel Milliarden von Euro oder Dollar dieser E-Learning-Markt in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch wachsen wird. Such dir mal die Studien selber raus. Das hat erst gerade begonnen. Ja? Du brauchst nur einen ganz kleinen Teil davon, nur einen ganz kleinen Krümelchen, nicht mal eine Scheibe vom Kuchen. Dir reicht schon ein Krümel und du wirst locker 50.000 im Monat machen. Und vielleicht nur mit ein paar Stunden Arbeit die Woche.
Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, irgendwas hier ans Whiteboard zu kritzeln. Kickoff-Call, nee, darum ging es in diesem Video nicht. Wenn dich hier einiges getriggert hat oder dich auch dazu veranlasst oder veranlassen wird, mich zu haten, ich bitte dich, ich lade dich herzlichst dazu ein, schreib mir ein paar Hater-Kommentare hier rein, hier unten in YouTube. Wenn es dich aber getriggert hat und inspiriert hat, dann lade ich dich ebenfalls herzlich dazu ein, dir bei mir einen Termin zu holen, hier ebenfalls hier unten auf klein-marketing.com, einfach den Knopf drücken, den Button klicken, Strategiesession buchen über Calendly und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich wünsche dir was, noch einen schönen Freitagabend, dein Thomas Klein. Happy Hunting.